Was ist denn eigentlich, wenn ich die Wasserströme sogar sichtbar mache? Dass die meinetwegen hier so drüber fahren oder so? Leute, wir müssen Großprojekte machen. Wir müssen mal wieder hier richtig eskalieren. Hey Leute, ich habe hier noch ein kleines bisschen zwischen den Zeilen ein bisschen was weitergemacht. Oben, ich musste nochmal hier diese Säulen verschieben, ne? Hier, die Dinger, die waren nicht richtig und auch das Lager musste teilweise nochmal ein Stück nach hinten verschoben werden, weil ich habe mich vertan. Die hier waren hier und nicht hier, aber hier wären die auf einer Linie gewesen und ich habe irgendwo einen Block zu wenig gehabt und dann musste ich diese Säulen und diese Säulen nochmal irgendwie verschieben und neu machen. Ich habe die jetzt oben nochmal verbunden, ja. Ansonsten Bienen habe ich ein bisschen weiter gezüchtet. Ebenfalls sind wir am Start und hier habe ich mal so grob vorgezeichnet, wo vielleicht ein Enchantment Table stehen könnte, wo noch freier nutzbarer Platz ist auf allen vier Seiten, damit es auch wirklich blockgenau passt. Ich habe nochmal einen weiteren Ring gezogen und zwar da vorne, ne? Ein Ring, der hier an der oberen Planetenseite lang geht. Da müsste ich jetzt auch baldigst weitermachen und immer kleiner, schneller werden, damit ich auch hier die obere Kugel vorskizziert habe und damit wir dort dann die ersten Sachen drauf und dran bauen können. Wobei ich irgendwie auch ultra Bock habe, hier innen drin voranzukommen. Dann habe ich noch einen ganz kleinen Weg hier vorne gemacht. Können wir mal kurz entlang gehen. Der ist jetzt ein bisschen breiter und ich würde sagen, die Fläche, die wird dann nochmal aufgefüllt. Ich denke mal, dieser Style, der geht dann so bis hier. Von hier wird es dann so ein bisschen verlaufend und vorne machen wir dann mal das große Loch rein, wo wir dann reinfliegen können. Laut Plan, aktuell können wir überall reinfliegen. Ich würde Bienen nochmal vermehren. Ich sehe zu, dass nachts alles versteckt ist von den Bienen, ja. Dass keiner mehr zu sehen ist. Und wenn nachts noch eine Biene übrig ist, so weiß ich, dass alle Nester voll sind. Und dann kann ich das da vorne endlich zu und dicht machen und so weiter und so fort. Kriegen wir auch noch hin. Eine Moss Baumehl Farm, die kommt ebenfalls noch. Muss ich aber entsprechend vorbereiten. Das wird die nächste Farm nach der Bienenfarm und die kommt wahrscheinlich, vielleicht sogar schon morgen oder so. Ich würde aber eigentlich fast erstmal das Lager machen. Ja, also Bienenfarm, Priorität Nummer 1, dann Lagersystem, Priorität Nummer 2. So ein bisschen den Base-Hub ausbauen, ne? Und dann die nächste Farm, wenn der Planet weiter ausgefüllt wird, ist die Moosfarm. Moos- und Knochenmehlfarm, die ist das. Ja, und jetzt halt die Frage, wie es hier weitergeht. Also, ich würde so einen Überlauf machen, vielleicht sogar einen harten Überlauf. Das wird hier, ne, mit meinetwegen dem Smooth Blackstone einmal so eine Linie ziehen und davor ist ein anderes Material. Vielleicht sogar mit Concrete, gelb-schwarz, eher so begrenzt, ob das so eine Sperrzone ist oder irgendwie so markiert. Als ob das so ein Tor wäre, was zugeht. Oh mein Gott! Ein Pistentor, welches die Eingänge verschließt. Man kann an der Seite sozusagen reinfliegen, aber nur bis hier und vor meinem Lager ist theoretisch ein Pistentor, was geschlossen sein kann. Und dann wird man da nicht reinkommen. Dann kommt man so reingeflogen von vorne, ja. Flüpp, landet dann hier so und die Tür ist halt geschlossen und... So Leute, wir machen mal beim Lagersystem ein kleines bisschen weiter. Ich habe so ein bisschen Base Progress an verschiedenen Stellen nochmal gemacht, auch hier vorne überlegt, wie es geht, aber bevor ich hier weitermachen kann, ich habe hier so ein bisschen getestet und Chat meint, ihr könnt vielleicht schwierig werden mit Items weiterleiten, wenn ich das so nach hinten verlege. Vielleicht muss ich es nach vorne verlegen, sodass die Itemströme hier oben dann Platz haben, von A nach B zu fahren. Und ihr seht schon, hier wird das problematisch, weil die Items müssen ja draufrutschen. Also ich muss das wahrscheinlich dann ziemlich nach vorne versetzen und spitz zulaufen lassen. Also hier vorne ist halt relativ weit hinten noch, ne? Wir könnten auch meinetwegen, das da gehört eigentlich sogar noch weiter hinten. Habe ich ein bisschen falsch gebaut. Ich muss auch hier wieder in den Kopf reinkriegen, wie ich die ganzen Teile gebaut habe. Was ich da gebaut habe, habe ich hier da was anders gemacht. So, und da sehen wir doch schon wieder ganz klar, wird ein bisschen schwer. Wir können hier unten einfach nur versiegeln, ja, und hier oben das ganz anders fortführen. Weil ich glaube nämlich, vielleicht ist sogar das auch nicht richtig, weder eins nach hinten versetzen, sondern ich muss es eins nach vorne versetzen. Was ist denn, wenn wir hier mit Basalt hochgehen? Dann haben wir Platz und dann würden wir mit Eis weiter, Entschuldigung, weiter so entlang fahren. Und das wäre die bessere Variante. So, und von hier hinten muss ja ebenfalls rein. Das heißt, das kann auch weg. Und wir können überlegen, ob wir nach vorne zulaufen lassen.
So, und das Eis fährt dann hier lang und wird dann meinetwegen irgendwie bedient von, was weiß ich, oder vielleicht kommst du auch von einfach von hinten. Hier kommen Hopper hin, die nach vorne gehen. Und ja, die Items, die werden nicht vorne in die Hopper reingeschmissen, sondern die rutschen nach hinten an den Honig, weil sie werden immer so aligned, dass sie hier, ne, dran geworfen werden. Was ist denn eigentlich, wenn ich die Wasserströme sogar sichtbar mache, dass die meinetwegen hier so drüber fahren oder so? Dann würde man im Lager sehen, wenn Items durch die Gegend eiern. Dann würdest du lauter Transportwege sehen und die Items, die da entlang schlittern, während gerade was einsortiert wird oder so. Die können auch einfach durchfliegen. Meinetwegen, die werden dann irgendwie von oben hier so runtergestoßen, dann fallen die hier so rein. Flup, 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 alles irgendwie fällt dann hier so rein, dann im nächsten Lagesystem durch und dann wieder flup. Die können durch die Gegend auch gehauen werden und so. Also ich werde mir da ein paar clevere Sachen überlegen, dass sich Design und Auffunktion irgendwie gibt. Und weil das hier gerade das Hauptlager und Base ist, macht das sogar mal Sinn, wenn wir drauf achten. Und dann da das Lager. Dann könnten wir so, oh, dann könnten wir Workstations hinmachen. Dann wäre hier so eine Aussparung für Crafting Table und weiß ich nicht, Smithing Table oder irgendwie sowas. Und noch was, was wir hier dranhängen können. Das würde gehen. Dann hätten wir noch Werkbank-Ecke. So Leute, es geht weiter. Als nächster Zwischenschritt, ich habe irgendwie nach zwischen den Streams so ein bisschen was gemacht. Nach dem letzten Stream habe ich irgendwie noch die halbe Nacht ein bisschen gezockt und überlegt, wie ich hier weiterbaue und wie ich das mit dem Lager mache. Und ihr seht, hier oben sind jetzt die In- und Outputs für das Lagersystem am Start. Und ihr seht, ich habe hier mit Honig was hochmachen müssen. Hat einen gewissen Grund, kann ich gleich nochmal zeigen und fortführen. Als nächstes, wir werden auch wieder Bonusvideos für Cannabis-Mitglieder machen. Ab 99 Cent im Monat kann man bei mir Cannabis-Mitglied werden. Sehr viele Leute haben das auch noch die letzten Monate gemacht und auch da möchte ich wieder bedanken. Es wird wieder Bonusvideos geben. Letztes Jahr gab es 50 Bonusfolgen für die Leute, die auch heute bei dir noch nachschaubar sind. Hier vorne sieht man auch schon ganz gut, wie es dann später aussehen wird, so von dem Dingsen hier so in etwa von der Breite. Und ihr müsst da bedenken, bis zur Deckenhöhe und oben an der Deckenhöhe, die wird insane hoch sein. Dort werden dann Dripstones runterhängen, wenn alles klappt. Also ich habe jetzt hier Wasserströme überall reingebunden und das war sehr, sehr gut, dass ich hier nach rechts und links Platz geschaffen habe. Jetzt kann ich nämlich einerseits hier nochmal hochklettern und andererseits habe ich hierfür für die Wasserströme und so weiter und so fort alles am Start. Und ich muss hier an der Hinterwand, wenn die Items, die müssen von vorne natürlich reinrutschen, ja, dann gehen die hier, fliegen gegen den Honig, gleiten nach unten und unten würden die direkt eingesammelt werden. Ich kann es mal kurz an dem Glas zeigen, ja, so ein Eis, das würde hier so runterrutschen und Achtung, dort unten direkt flupp, verschwinden, instant. Das ist jetzt eingesammelt worden vom Hopper im ersten Lagersystem. Seht ihr daran, dass dort jetzt der Comparator läuft. Die Honigblöcke sind hier, weil die Honigblöcke eine minimal kleine Redbox haben als ein ganzer Block. Diese transparente Schicht hier, da kann ein Item durchrutschen, theoretisch. Und das reicht aus, um dann dort unten
in die ganz kleine Kante reinzukommen, dass der Hopper das Item einsammeln kann, weil das Item praktisch über dem Hopper liegt. Und deswegen müssen wir das so machen, dass wir, also, ne, wir müssen ja von einem System die Items zum anderen bringen. Und das wird auch eigentlich einfacher gehen, wenn ich einfach beispielsweise hier unten, ne, einmal so einen Wasserstrom mache, der dann hier durchgeht. Einerseits ist es aber doof, weil der Wasserstrom dann hier auf der Höhe ist und die Deckenhöhe ist hier oben. Ja, dann hätten wir wieder eine Brücke, wo die Items rüber schwimmen und das wäre sehr, sehr, sehr doof aus. Deswegen mache ich das so, ich lasse die Items runterschlittern, geht durchs Lagersystem, hinten wieder hoch. Dann gehen wir zur Seite, lassen sie runterfallen, nach vorne und vorne wieder hoch. Und wenn wir einmal im Kreis gefahren sind hier vorne, passiert Folgendes, dann droppen die von dem unteren Lagesystem oder werden die nochmal eins weiter hochgeschleudert und gehen in denselben Kreislauf in der oberen Kistenreihe. Und die obere Kistenreihe wird auch nochmal einen Wasserstrom haben, der ebenfalls hier ist, hier runter, da hoch, da runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Und bis einmal alles abgeklappert ist und dann landen die alles in Überschusskisten drin. Ja, dann ist die Aufgabe für jetzt erstmal zusehen, dass wir gut bauen können. Ich stand die Nacht auch AFK, habe Honigblöcke gefahren. Ich habe hier einen Stack Honigblöcke fast rausgekriegt und nachdem ich auch schon welche verbaut habe, es ist nicht so ultra viel. Die Bienen haben ein bisschen gearbeitet, mit einem kleinen AFK-Raum gemacht und irgendwie waren es auch nur 2 Stunden, weil dann nach dem Server-Restart mal wieder war. Das hier vorne wird wahrscheinlich die Vorderseite sein, so das Hauptding. Also hier ist so mein Hauptlagerelement und ich habe gedacht, wir machen zuerst die unteren Kisten und dann die oberen Kisten, weil die unteren intuitiver sind. Also dachte ich, alle unteren Kisten abarbeiten, dann alle oberen abarbeiten. Ich vielleicht sogar angenehm, wenn alles in einem Fleck ist, deswegen machen wir das ab sofort so. Items fallen runter, einmal den Honigblöcken, nach hinten wieder den Honigblöcken runter, werden aligned untere Kisten und dann geht's hoch. Und das ist besser als einmal die obere Kistenreihe hoch und dann die untere Kisten, untere Kisten, untere Kisten, untere Kisten, dann fährt das doppelt so lang und so fährt es nur halb so lang. Und ja, hier habe ich ja schon gemacht, hier werde ich jetzt auch umbauen und für alle anderen oder für alle weiteren, wo es noch nicht ist, was gut ist, habe ich noch nicht gebaut, werde ich ebenfalls diese Variante machen und dann verkabeln wir das alles oben. Und dann passt das, hoffentlich. Und dann haben wir wirklich hier einen massiven Progress gemacht und die Kiste wird funktionieren. Tja, bevor ich es gebaut habe, weiß ich es noch nicht. Dafür sind wir geeignet bauen. Man braucht halt einfach so mal Zeit zu entwickeln und wir machen das jetzt so. Let's go, ich mach mich dran. So viele Lager. Hä, wieso mache ich denn viele Lager? Das ist ein einziges Lager. Ich mache doch nicht viele Lager. Das ist ein einziges. Das ist einfach ein Großprojekt. Leute, wir müssen Großprojekte machen. Wir müssen mal wieder hier richtig eskalieren.